Als nächstes wollen wir uns unterhalten über ein paar Annahmen, die wir treffen werden, um diese DC-Wandler zu analysieren, damit das vor allem einfacher wird. Tatsächlich ist es so bei den DC-DC-Wandlern, wir kriegen wir andauernd ein Umschalten, wir müssten eigentlich Differentialgleichungen lösen, wenn wir mit kompletten Bauelementmodellen arbeiten, und es würde schnell sehr kompliziert werden. Das heißt, wir werden Schaltungen vereinfacht analysieren. Das heißt, wir treffen folgende Annahmen, um Schaltungen zu analysieren. Wir nehmen als erstes an, wir haben ideale Halbleiterbauelemente. Das heißt, wir haben ideale Halbleiterschalter, Dioden und Transistoren. Entsprechend, dass diese entweder vollständig eingeschaltet sind oder vollständig ausgeschaltet sind. Dioden selbsttätig ausschalten, wenn der Strom zu null wird. Transistoren vollständig steuerbar sind. Gut, dann das nächste. Wir werden annehmen, dass unsere Ein- und Ausgangsspannung, das heißt die Eingangsspannung, ja, mit UE kennzeichnen, und die Ausgangsspannung, die werden wir mit UA kennzeichnen, ideale Gleichspannungen sind. Das heißt, selbst wenn dort Kondensatoren dran sind, werden wir annehmen, dass die so groß gewählt sind, dass wir hier praktisch keine Welligkeit haben. Das ist eine oftmals zutreffende Annahme, weil diese Kondensatoren muss man im Verlaufe der Auslegung des DC-DC-Wandlers so wählen, dass die Welligkeit, das heißt die relative Spannungsänderung, gering ist. Typisch würde man die auslegen, dass diese Welligkeit, das heißt die Spannungsänderung während einer Periode im stationären Zustand, kleiner als 1% ist. Und dann würde man sozusagen nur unnötig kompliziert rechnen, wenn man jetzt versucht, diese 1%-Änderung dort mit reinzubringen. Tatsächlich erspart es uns eine Vielzahl von Energiespeichern, wenn wir diese Annahme nehmen. Wir können nicht zum Beispiel für eine vereinfachte Analyse zum Beispiel den Kondensator am Ausgang des DC-DC-Wandlers weglassen. Dann weiter, wir werden annehmen, alle Kondensatoren und alle Induktivitäten werden ideale lineare Bauelemente sein. Das heißt, wir nehmen hier an, dass diese keine Verluste haben und durch die Grundgleichung von idealer Kapazität und idealer Induktivität berechnet werden können. Das heißt, hier zum Beispiel, wenn wir betrachten C, nehmen wir an, dort gibt es einen Kondensator, es fließt ein Strom IC rein, es fällt eine Spannung UC über dem Kondensator ab und dann können wir hier sagen, okay, tatsächlich gilt IC ist gleich CdUC nach dT und bei der Induktivität machen wir das Gleiche, sagen wir, wenn wir hier die Induktivität haben und dort fließt der Strom durch die Induktivität IL und es fällt die Spannung UL ab, dann können wir hier auch rechnen an der Stelle UL ist gleich LD IL nach dT und entsprechend auflösen, die Integralbeziehungen rauskriegen. Das heißt, unsere Kondensatoren und Induktivitäten, die realen Bauelemente, werden zunächst mal für eine vereinfachte Analyse angenommen als diese idealen Bauelemente. Dann werden wir uns beschränken auf den stationären Betrieb. Das heißt, zunächst werden wir hier kein dynamisches Verhalten betrachten, sondern davon ausgehen, dass sich die Zeitverläufe periodisch wiederholen. Das ist der sogenannte stationäre Betrieb, wenn wir uns mal angucken in der Simulation, wo jetzt da die Unterschiede sind. Das heißt, tatsächlich eigentlich haben diese Schaltungen ein dynamisches Verhalten. Wenn man irgendwelche Größen ändert, zum Beispiel eine Last zuschaltet oder sonst wie, wird es einen wie auch gearteten Einschwingvorgang geben. Der interessiert uns jetzt erstmal nicht, sondern wir schauen, wie sind die Zeitverläufe, wenn alle Einschwingvorgänge abgeschlossen sind. Dann werden wir annehmen, dass wir hier verlustlose Schaltungen haben zunächst. Tatsächlich sind die Wirkungsgrade relativ hoch bei leistungselektronischen Schaltungen und dann können wir hier sehr gut zunächst mal für eine vereinfachte Analyse mit verlustlosen Schaltungen rechnen. Wir können trotzdem später die Verluste berechnen. Das heißt, eine Vorgehensweise ist beispielsweise, dass man bei DC-DC-Wandlern zunächst von verlustlosen Schaltungen ausgeht, die Stromverläufe bestimmt und dann anhand dieser Stromverläufe die Verluste ermittelt. Und wir werden, wie gesagt, hier diesen stationären Betrieb betrachten und uns alle Zeitvorgänge periodisch angucken. Wollen wir mal anschauen, was das bedeutet? Da gibt es nämlich eine wichtige Konsequenz draus. Und zwar gibt es das Spannungs- und das Stromzeitflächengleichgewicht. Dieses Spannungs- und das Stromzeitflächengleichgewicht sind vereinfachte Methoden, um jetzt Strom- und Spannungsverläufe in idealen DC-DC-Wandlern zu berechnen. Tatsächlich ergeben die sich aus der Bedingung des stationären Betriebs. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben einen stationären Betrieb, dann heißt das, alle Zeitverläufe sind periodisch. Und zwar mit dieser Periodendauer T,
mit der wir an dieser Stelle unsere Leistungsbauelemente ansteuern. Das hat jetzt zwei wichtige Konsequenzen für die Induktivitäten und für die Kapazitäten, und diese können wir zusammenfassen unter diesem Spannungs- und Strom-Zeitflächengleichgewicht. Fangen wir zunächst an mit Kapazitäten. Was bedeutet das? Tatsächlich bei Kapazitäten wissen wir, die energietragende Größe ist die Spannung am Kondensator. Ich male das mal auf. Wie könnte das dann so aussehen im stationären Betrieb, was jetzt so typisch wäre? Hier zum Beispiel so ein Verlauf, dann würde das so runtergehen. Das wäre also jetzt so ein Verlauf sozusagen über zwei Perioden an dieser Stelle von irgendeiner Spannung UC an einem Kondensator. Das heißt, wenn wir das hier aufmalen, das wäre die Spannung UC an diesem Kondensator. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was bedeutet das jetzt stationärer Betrieb? Alle Zeitverläufe sind periodisch mit der Periodendauer T. Das bedeutet Folgendes: Zu Beginn der Periode und hier nach Ablauf der Periode müssen wir wieder denselben Wert haben. Das heißt, hier habe ich den Wert UC von 0, hier haben wir den Wert UC von T. Das heißt also, Periodizität, stationäre Betriebe, ist dadurch definiert, dass wir nach Ablauf einer Periode immer denselben Wert kriegen. Was bedeutet das jetzt? Wir schreiben kurz mal die Grundgleichung auf des Kondensators. Wir wissen hier, IC ist CdUC nach dt. Jetzt lösen wir das mal auf. Nach dem Verlauf des Kondensators haben wir auch diese Gleichung mal kennengelernt. UC von t können wir dann berechnen aus dem Integral 1 durch c mal das Integral über IC. Und wenn wir jetzt sagen, tatsächlich über eine Periode sind wir im stationären Betrieb, dann kann ich ja mal diese Werte einsetzen. Dann integriere ich hier mal über eine Periode. Das heißt, hier im stationären Betrieb integriere ich und sage jetzt hier, okay, ich betrachte jetzt mal das Integral 1 durch c über eine Periode von 0 bis t, c von t dt. Und was muss das sein? Das muss natürlich sein, wenn wir die Werte einsetzen, uc von t minus uc von 0. Das hier ist aber 0, sonst wären wir nicht im stationären Betrieb. Das heißt tatsächlich, das Integral über den Strom an einem Kondensator im stationären Betrieb muss 0 ergeben, sonst wäre für die andere Größe, für die energietragende Größe hier am Kondensator, nicht an dieser Stelle die Bedingung erfüllt, dass wir im stationären Betrieb sind, dass nach Ablauf einer Periode wieder derselbe Wert erreicht wird. Was bedeutet das? Ich male mal hier oben zusätzlich den Stromverlauf IC ein, der zum Beispiel diesen Kondensator-Spannungsverlauf verursachen würde. Das wäre so ein dreieckförmiger Strom, wenn jetzt dieser Kondensatorverlauf parabelförmig ist. Das würde in etwa so aussehen, so ein periodischer Strom. Tatsächlich bedeutet das, wir integrieren hier an der Stelle über den Stromverlauf. Integrieren über den Stromverlauf über eine Periode bedeutet, dass wir die Fläche mit der Kurve bestimmen. Was heißt das? Ich nehme diese Fläche und diese Fläche. Und tatsächlich, wenn das 0 ergibt, heißt das hier, dass positive gleich negative Flächen, also dass die positiven Flächen gleich den negativen Flächen entsprechen. Das wäre die Aussage, und deswegen können wir auch Folgendes sagen. Tatsächlich hier diesen Faktor 1 durch c kann ich kürzen. Ich kann mit c durchmultiplizieren, auf der rechten Seite steht 0, 0 mal irgendwas bleibt 0. Ich kann hiermit sagen, tatsächlich an der Stelle, der mittlere Strom über einen Kondensator während einer Periode muss gleich 0 sein, oder die Stromzeitfläche am Kondensator ist gleich 0. Was bedeutet, dass die Ladungsmenge, die in den Kondensator reinfließt, während einer Periode 0 ist und damit der Kondensator am Ende der Periode wieder den gleichen Wert hat wie am Anfang. Das heißt, man kann auch ganz vereinfacht sagen, es folgt hieraus sozusagen Folgendes: Der Mittelwert des Stromes IC Average 1 durch t mal Integral 0 bis t IC von t dt ist 0 im stationären Zustand, und diese Bedingung bezeichnen wir als sogenanntes Stromzeitflächengleichgewicht. Im Folgenden werden wir das abkürzen. Ich werde das jetzt hier im Folgenden bezeichnen als ITGGW, Stromzeitflächengleichgewicht, um hier nicht immer diesen Ausdruck schreiben zu müssen. Wenn man das jetzt weiß, kann man hier zum Beispiel viel einfacher leistungselektronische Schaltung analysieren, weil wir zum Beispiel wissen, im stationären Zustand fließt jetzt durch einen Kondensator natürlich kein Gleichstrom. Für die Induktivität gibt es was Ähnliches, und das wird uns jetzt führen zum Spannungszeitflächengleichgewicht. Das heißt, wir betrachten jetzt Induktivitäten, und auch dort möchte ich zunächst so einen typischen Verlauf erstmal darstellen, den Stromverlauf. Jetzt hier den Strom, weil das die energietragende Größe ist. Das heißt, IL von T, wenn wir so eine Induktivität betrachten, der Strom, der hier fließt. Und tatsächlich würde der beispielsweise bei vielen leistungselektronischen Schaltungen so aussehen: Der nimmt hier zu, nimmt dann wieder ab, und dann wiederholt sich das hier wieder periodisch. Das heißt, hier hätten wir die Periode T, hier hätten wir zum Beispiel dann die Einschaltzeit D mal T, hier wäre 0. Und dann sehen wir hier, im stationären Zustand muss auch hier wieder der Anfangswert gleich dem Endwert sein. Das heißt, hier habe ich IL von 0.
Hier haben wir den Wert IL von T und die Bedingung ist jetzt, also wenn wir im stationären Zustand sind, dass dann der Anfangswert gleich dem Endwert ist. Das heißt, der Strom muss um dieselbe Menge, die er hier zunimmt, im zweiten Intervall abnehmen. Und das kann man jetzt analog dort oben durchführen und das führt dann zum sogenannten Spannungszeitflächengleichgewicht. Warum? Das gucken wir uns kurz an. Nehmen wir an, wir haben hier so einen Stromverlauf, wo wir so eine lineare Zunahme haben, beziehungsweise eine lineare Abnahme. Und ich schaue mir die Spannung UL an, der Induktivität an, die diesen Stromverlauf verursacht. Dann wissen wir, UL ist gleich L mal DIL nach DT oder das Auflösen DIL nach DT, die Stromänderung, ist UL durch L. Das heißt tatsächlich, diese Steigung hier entspricht der Spannung U1 geteilt durch den Induktivitätswert L, die während der ersten, während dieses ersten Zeitintervalls an der Induktivität anliegt. Wenn das hier zunimmt, muss das eine positive Spannung sein. Das heißt, wir wissen, während dieser Zeitdauer hier liegt eine positive Spannung an der Induktivität. Hier kriegen wir im zweiten Zeitintervall zwischen D mal T und T, kriegen wir eine negative Steigung, das heißt U2 durch L ist kleiner als 0, wir kriegen eine Stromabnahme, bedeutet die Spannung, die an der Induktivität anliegt, muss hier kleiner als 0 sein. Die Spannung springt hier also auf einen negativen Wert. Und tatsächlich muss es jetzt aber so sein, wenn wir im stationären Zustand sind, muss jetzt die Spannungszeitfläche, die hier positiv ist, gleich groß sein wie die negative Spannungszeitfläche, weil nur in diesem Fall der Strom um dieselbe Menge abnehmen kann, wie er im ersten Intervall zunimmt. Das heißt, tatsächlich können wir genauso wie hier oben ableiten. Wir könnten jetzt hier eine analoge Gleichung ableiten für den Strom. Wir können jetzt hier sagen, IL von T ist 1 durch L mal das Integral über UL dt. Dann wieder die Forderung im stationären Betrieb, muss 1 durch L Integral UL dt wieder sein, IL von T minus IL von 0. Wenn wir über eine ganze Periode integrieren und dann können wir hier wieder sagen, okay, daraus folgt, dass an dieser Stelle das Integral bzw. der arithmetische Mittelwert UL Average über die Spannung an der Induktivität über eine gesamte Periode gleich 0 sein muss im stationären Betrieb. Und diese Bedingung nennt man das Spannungszeitflächengleichgewicht, abkürzen mit UTGGW, und das wird uns die Möglichkeit geben, um dann diese DC-Wandlerschaltung vereinfacht zu analysieren. Tatsächlich, dieses Spannungszeitflächengleichgewicht ist das Wesentliche, was uns hilft, die Spannungsübertragungsfunktion zu bestimmen.